Hallo und willkommen, ich bin MK3, wie ihr seht, ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Heute haben wir natürlich den DevStream 81 hier vor uns. Und jetzt zwar fange ich direkt vorne an, damit wir hier direkt schnell durchgehen, denn ich habe keine Ahnung, wie lange es wirklich dauert. Und zwischendurch zeige ich ein paar Sachen, was die Entwickler selber gesagt haben, weil ich das keineswegs viel besser erklären kann als sie selbst. Deswegen also von vorne an. So, wir haben Baro tatsächlich zweimal das Inventar gekriegt, wie Entwickler auch meinten, denn es gab schon mal Netzwerkprobleme und sie wollten halt damit ein bisschen die Sache, die Wogen glätten, möchte man sagen. Und ja, damit habt ihr also die Option, jetzt sozusagen von 2 Wochen insgesamt, alles was Baro so angeboten hat, eben zu erwerben. Dann haben sie natürlich angesprochen, die Sache mit dem The Vacuum Within, ja, dem Update von dem Sentinel, nicht wahr, habe ich jetzt in 2 Videos hier vorher schon behandelt, deswegen werde ich darauf nicht genau eingehen, aber sie haben natürlich gesagt, es gab dann, sagen wir so, eine sehr interessante, sehr spezielle Forenaktivität, kurz nachdem das Update draußen war. Ich kann mir auch vorstellen, was da genau passiert ist. Ja. Interessanterweise haben wir jetzt hier auch ein paar Bilder und ein paar Eindrücke, wie jetzt im Allgemeinen die Sentinels jetzt anders benutzt worden sind. Ich bitte hierbei einmal dieses von einem Datum sozusagen mal die Verteilung von tatsächlich benutzten Sentinels bzw. Wächter hier mal zum Nachzusehen. Das sieht sehr interessant aus. Und ein paar Tage später, kurz nach dem Update kann man sagen, sieht man schon eine leichte Veränderung. Und wir reden jetzt davon, dass das noch keinen Tag sozusagen diese Veränderung nur auf dem Server war. Das heißt, bei euch natürlich auf dem Client natürlich auch zu Hause. Das heißt, weniger als 24 Stunden sieht man schon deutliche Abnahme eben von benutzten Carrier als auch Carrier Prime. Von den Farben übrigens Blau und Orange in dem Fall. Die müsst ihr zusammennehmen. Und das ist tatsächlich nur, was sozusagen die Carrier ausmachen. Der ganze Rest, dieses kleine Stück, ist tatsächlich alle anderen Sentinels zusammen. Natürlich mit der jeweiligen Farbe Unterschied. Das kann man ja auch glücklicherweise alles auf dem Bild gut erkennen, halbwegs. Gut. Als nächstes hätte man tatsächlich was, was mich sehr persönlich selber freut. Im Nachhinein wünschte ich mir natürlich gerade dann in dem Zusammenhang vielleicht gewisse Katzen noch nicht entsorgt zu haben, nämlich die Gavats, wo ich schon mal damals meinte, ich habe immer Pech, konsequenterweise Pech im Spiel und habe natürlich, wo ich ein Gavat ausgebrütet oder herangezüchtet habe, natürlich das gekriegt, das Vieh mit ohne Ohren und der eingedrückten Nase, wo ich sage mal, oh, eine verstümmelte Katze, oh, wie unangenehm. Und tatsächlich fliegen diese Optiken aus dem Spiel. Ja, und hier haben wir zufällig auch ein paar kleine Eindrücke, wie die Sache jetzt aussehen soll. Natürlich wird die Entwickler vorher sich überlegt haben, wo in welche Richtung das gehen könnte. Und Pi mal Daumen wird genau jetzt Folgendes hier sozusagen aufschlagen, denn nachdem wir von der verstümmelten Katze hin zu der doch sehr, ich sag jetzt mal, gut aussehenden Katze. Also ich meine, gut ist falsch ausgedrückt. Besser aussehende Katze, sagen wir lieber mal so. Dann sind sie natürlich noch darauf eingegangen, warum zum Henker sich jetzt ständig und am laufenden Bande The War Within sich am Verschieben ist. Und sie meinten, das hat jetzt keine technischen Probleme, das hat auch keine jetzt irgendeiner Form jetzt ein Problem, dass sie etwas nicht zurande kommen, sondern das Problem, was sie jetzt haben, ist schlicht und ergreifend ein kreatives Problem, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann, nicht, dass ich jetzt Spielentwickler wäre, aber ich kann mir vorstellen, wenn man eine Story erzählen will und gewisse Sachverhalte darstellen möchte, und wenn man darüber geschlafen hat, mal eine Nacht, dann wieder hinkommt und sagt dann, oh, das gefällt mir ja doch nicht, dann hält man sich bei so einer Geschichte lange auf. Und wenn ihr vernünftig das machen wollen, ne, lassen Sie sich lieber Zeit und drehen die Story noch ein paar Mal durch den Wolf, bis denen das so passt, wie es vielleicht für sie gut ist. Und womöglich gefällt es dann uns am Ende des Tages auch. Wäre jetzt Schlimmes, was machen könnten, wie haut einfach raus, was ihr gerade habt und dann denken wir, seid für Müll. Ne? So nach dem Motto. Dann hat Steve noch ein paar schöne Grafikeffekte gezeigt und dazu halte ich jetzt einfach mal die Klappe, weil Steve erzählt hat relativ gut und ja, ich muss dazu eigentlich nichts mehr weiter sagen. This is stuff that's going to be coming to the outdoor sets, which is more lush vegetation. There's responsiveness options. So yes, that's going to be a cool ad there. Another one is the Vertex Plane Shipyard. Let me see. Where, no, right. So now the artists can create blended materials and blend that kind of anywhere in the environment to, you know, ramp up the visual the uniqueness, the density, and the uniqueness. So even if there's assets that are repeated, you're going to see different kind of treatment throughout. So there's a lot less kind of texture repeats and that sort of thing. Here's me showing kind of how the artists work with it by making this
hunk of weird metal into something kind of gross and infested. And it's really efficient, using a secondary vertex color override to control the material blend, so it's not like anything crazy high end. Rebecca's in, which is good. She's logged in. She's very happy. And then we've got some other tech stuff. Let's see here. There's big fog test. So we're remastering the shipyards, and this is a test with our new volumetric lighting thing, which kind of looks like James Cameron, which is, you know, light shafts and participating media and noise and all sorts of cool buzzwords that really give a lot of depth and has like really changes a cool mood to this environment. This is just my programmer tests. So, and then the comparison one, these ones are shipping with the Queen's Bates. This is without. So if you have a toaster, you can turn it off and don't worry. And then for an extra millisecond on my laptop, you get these really great atmospheric lighting effects where the environment cuts the light shafts through, which is very, very sexy. And I think, what else did I bring? Mirror? Oh yes, we have this mirror rendering that we're using in part of the quest, but I just thought I'd show it in my ugly test run. This is my programmer test box, as you can see. Oh, you got demoted. I had to do my deep bow here. So are we going to put those on your ship so you can have your fashion frame? Yeah, I think it'll be good for a fashion frame when we expand the orbiter. Dann haben wir auch ein sehr schönes Bild von einer kleinen Übersicht, nämlich Dedicated Server. Dedicated Server. Die Idee jetzt sieht folgendermaßen von den Entwicklern so aus. Spieler sollen also in der Lage sein, natürlich momentan noch in einem kleinen Testbereich erstmal, das soll natürlich danach auch für andere Spieler auf der Welt überall funktionieren. Und zwar die Idee, dass Leute selber Dedicated Server für Warframe aufstellen können. Und momentan sieht es so aus, dass das spezifisch nur für Conclave erstmal zählen soll. Sprich fürs PvP im Spiel. Und die Idee wird dann auch sein, wenn ihr Dedicated Server habt, und scheinbar gibt es auch noch eine Option, eure aufgestellten Dedicated Server zu bewerten. Dann kriegt ihr sozusagen, wenn die Leute das toll finden, schlicht gerade so eine Art Street Cred, wie der eine meinte, so eine Art Karma-Punkte. Und damit kriegt ihr dann irgendwelche Goodies vom Spieler aus in irgendeiner Form noch. Aber wie gesagt, das steckt jetzt alles noch in Kinderschuhen, aber das ist jetzt so die Idee, die sie gehen wollen. Jetzt nicht selber für teuer Geld Dedicated Server, also spezifische Server hinknallen fürs PvP, sondern vielleicht ein Stück weit auf Community hoffen, weil man kann natürlich nicht überall auf der ganzen Welt passend die richtigen Server überall hinstellen. Das macht natürlich Sinn, wenn Leute gerade eine gute Internetverbindung haben und einen guten Rechner haben, da könnt ihr auch vielleicht mal so ein bisschen ein paar Spiele hosten. Und dafür kriegen sie womöglich ein paar Punkte und ein paar Gimmicks danach im Spiel. Hört sich erstmal nicht verkehrt an, mal gucken, was am Ende des Tages rauskommt. Dann, was ich mich persönlich sehr gut, sehr, sehr freut, muss ich sagen, nämlich als Warlord meines eigenen Clans, wo ja ein paar Leute von euch auch drin sind. Ich kann, wie es aussieht, in kommender, also in nicht ferner Zukunft, aber in baldiger Zukunft, die Mission selbst designen und dann sagen, welche Gegner in der Mission sind, dann kann ich dann euch reinschicken und mal gucken, ob ihr das hinkriegt. So hat Daily, so hat tägliche Missionen vom Clanmeister kreiert. Wir reden davon, dass ich sage, was für ein Level die haben, was für ein Missionstyp es ist, was für Gegner dort drin sind, welche Level die haben, habe ich glaube ich schon gerade gesagt, und so weiter und so weiter und so fort. Das Einzige, was sie jetzt noch nicht gesagt haben, wie das aussieht mit den Belohnungen, weil sie wollen ja nicht jetzt auch seltene Gegner da jetzt da einfach rein, weil das geht natürlich über die Geschosse wie im Simulacrum. Die Idee, habe ich genug Fotos davon geschossen, was ich ja die ganze Zeit tue, dann könnte ich diese Gegner da in der Mission angeben. Nicht, dass ich dort seltene Gegner reinschmeiße und die ganze Zeit super seltene, sag mal, ja, Mods farmen plötzlich. Da wollten sie ja noch gucken, wie die Balancing, wie das danach aussehen soll. Vielleicht machen sie einfach auch nach so, oh, schließ diese Mission ab und du kriegst dann bla an Keys, sofern der Clanmeister was eingestellt hat. Mal gucken, wie es im Endeffekt aussieht. Aber ich finde die Idee schon mal ziemlich geil. Und dann gehen wir natürlich noch darauf ein, dass für die Corpus so ein Event ins Spiel kommen soll, wie damals für die Kyrenia das Ratum-Event. Allerdings, wie es aussieht, soll es jetzt nicht so eine Art Deathmatch-mäßig sein und in Arenen, sondern ich persönlich werfe jetzt mal was in den Raum, so Running Man-mäßig vielleicht eher, weil bei denen geht das eher über Spiele und über Wetten die Sache ab. Und das Interessante ist, auf einem der Bilder, die ich jetzt womöglich hier gleich anzeigen werde, kann man auch sehen, dass tatsächlich die Corpus eine neue Waffenversion von den Tophas haben, also dieses
ich sag mal, Stockstück, was mal so ein bisschen wie aussieht wie ein Polizeiknüppel, so ein bisschen, aber auch beidseitig in dem Falle. Finde ich sehr interessant und mal gucken, was am Ende des Tages da exakt rauskommt. Vielleicht muss man die ganze Zeit weglaufen vor so einem Killing-Team. Wer weiß. Mal gucken, wie es danach wirkt. So, und dann kommen wir natürlich noch zu einem gewissen heiklerem Thema, möchte ich es aber mal sagen. Denn fangen wir erstmal mit dem Positiven an, nämlich der Ash kriegt natürlich seinen Deluxe-Skin und hier sehen wir die ersten Bilder dazu. Na, sieht das nicht okay aus? Ich finde das sehr okay. Also nicht nur okay, ich finde es eigentlich ziemlich fett. Kann man ja anders sagen, sieht schön aus. Sieht schön aus, vor allem haben wir endlich einen Ninja mit dem vernünftigen, ich sag jetzt mal, Stimmband um den Kopf. Mit vernünftig langem, ja, Geflatter hinten dran. So muss es sein, in meinen Augen. Aber den Video haben ja auch mal gemeint, dass sie ja im Zusammenhang noch den Blade Storm ein bisschen abändern wollen. Und einer der Entwickler hat jetzt dazu gemeint, vergleichbar wäre das mit einem Rework von einem gewissen anderen Warframe. Also jetzt nicht mit dem Update von der Mac, sondern tatsächlich ein Update oder dem Rework, muss ich ja sagen, von der Mesa. Und wir erinnern uns ja noch alle, was die Mesa für ein tolles Rework gekriegt hat. Von 360 Grad Auto-Hit hinzu, du musst die vor dir in so einen kleinen Kreis kriegen, damit du automatisch beschießen kannst. Und ähnliches kriegt jetzt der Ash. No! Also vorher konnte man Ash ja sagen, da vorne die Gegner, alle in dem Umkreis. Batsch, die sind wahrscheinlich gleich tot. Und jetzt müsste die einzeln markieren, die Gegner. Ja. Ihr müsst quasi die anzielen und dann habt ihr quasi eine Taste extra dafür gedrückt. Und dann tut ihr so eine Art Auflockung auf das Ziel bringen. Das kriegt man auch dann grafiklich dann angezeigt bei den Zielen. Und ihr müsst das quasi bei allen machen. Das Coole ist vielleicht an der Stelle, ihr könnt das ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, steuern natürlich. Weil ihr könnt natürlich sagen, ich will diesen einen Typen richtig tot sehen. Dann könnt ihr auch tatsächlich ein Lock-on auf dieses eine Ziel mehrfach machen. Und dann tut ihr nicht alleine das Ziel angreifen, sondern euer Klon, die ihr beim Blade Storm ja beschwört, die wird dann auch noch da drauf rumhacken auf den Typen und natürlich auch den gleichen Schaden machen. Und man kann sich in der Zeit übrigens auch bewegen. Man muss also nicht still stehen bleiben in der Form. Man kann rumlaufen und schießen und dabei gleichzeitig Gegner markieren. Und dann kann man on the fly zwischendurch sagen, und jetzt mache ich ein Ultimate ganz schnell zwischendurch und dann hackt ihr die Gegner alle braven Klumpen Asche. Der einzige Wermutstropfen an dieser Geschichte ist, sie haben schon gemeint, dadurch, dass man als Flächeneffekt nicht mehr die Gegner standardmäßig treffen kann oder wird wahrscheinlich so, weil man muss ja die Typen einzeln markieren, wird der Schaden, den der Ash dann macht, deutlich erhöht. Mal gucken, wie es am Ende des Tages mit deutlich und überhaupt mit besserem Schaden aussieht, weil, naja, muss man ein bisschen mehr markieren und dann alles platt hauen. Die Idee ist vor allem folgendermaßen, eine Kleinigkeit finde ich nicht unbedingt ganz verkehrt dabei. Ihr könnt also wirklich sagen, okay, ich markiere den und den und den und der wird am besten 2-3 Mal aneinander angegriffen. Und das Beste ist, ihr könnt so lange Leute markieren, solange ihr Energie habt. Falls das Ziel gekillt werden soll, bevor ihr es überhaupt eure Fähigkeit auslösen könnt, dann kriegt ihr die Energie auch wieder. Dann habe ich natürlich auch was Schönes zu zeigen, nämlich die ersten sozusagen Bildchen oder die ersten Designer-Entwürfe von dem Frost Deluxe Skin. Und ich muss sagen, das sieht schweinefett aus, oder? So Knight, ich weiß jetzt nicht, ob das Schwert auch dazu kommt, aber allein schon diese Knight-Optik, so Todesritter-Beiner-Style mit Frost und Zeug, sag ich mir, das sieht gut aus. Das sieht wirklich mal nicht verkehrt aus. Und das ist auch nicht das Einzige, was wir gezeigt bekommen haben, sondern tatsächlich der Chroma hat gleichzeitig mit so die ersten Entwürfe schon mal gezeigt bekommen. Und das sieht mal schweinegal aus. Ich meine, vorher sah er aus wie so ein, ich sage jetzt mal, eine Wachsfigur von einem Drachen, der in eine Mikrowelle gestellt worden ist. Und jetzt sieht das Ding, der Chroma, der Deluxe-Skin, tatsächlich richtig aus wie ein Drache. Womöglich mit animierten, fiesen Energieflügeln vielleicht passend zur Farbe. Who knows? Aber sieht jetzt schon mal vielversprechend aus. Dann haben die Entwickler noch eine Kleinigkeit hier uns vor die Füße geworfen, im Sinne von, nämlich, dass das einfacher werden soll, sowohl auf dem Schiff als auch im Dojo Gegenstände zu platzieren. Weil momentan ist es ja doch ein bisschen aufwendig, diese Gegenstände in den Raum zu werfen. Und das soll in der Zukunft sehr viel einfacher und vor allem schneller gehen. Hier kommen wir noch schnell zu den Tenno-Gen, also den Klamotten natürlich, die von Spielern gebastelt worden sind. Lass uns mal einen Blick drauf schmeißen, denn Rebecca fasst das mal hier kurz zusammen. We already announced the winners of round 5 of Tenno-Gen. I'm just going to show you them in game quickly. They are coming. We have a Chroma skin, another Chroma skin. Beautiful. A Loki helmet. Love it. A gorgeous Trinity helmet. Nice. I should probably use a controller for these parts because my hand's so shaky.
Wukong helmet, which is pretty awesome. Pretty cool. We got an Oberon helmet, which is very sick. Unicorn. This is basically, we're getting closer and closer to Glenn getting a unicorn horse in the game. Yeah. Like, Glenn, if you're Glenn, watching are right you making now, this stuff? Glenn is going to get that. Glenn yeah. will be rocking that. It's going to change his... We have an Atlas helmet, which is super cool. That's really cool. Oh, that's and we have so a Valkyr cool. helmet, is, oh, which is very cool. Amazing. Isn't that awesome? That's super cool. And then, stuff is always so good. I know. That and then we have two Cyandanas that are kind of stacking here. And oh, nice. Then we have a third Cyandana here that looks really cool as like a Corpus sort of branding plate, oh, which Drew it. Will be happy with. And then yep. we have a Orthos to go with the Nyx Athena skin. So all the authors and credits can be found in the forums and on the Steam Workshop. That's just Fantastic. A brief lineup of Steam Tenno-Gen coming soon to PC. Dann haben die Entwickler natürlich auch gegen Ende noch was dänisch gesagt, weil denen immer gern vorgeworfen wird, dass sie sich ja nie zum kommenden Endgame-Content in irgendeiner Form äußern, weil ja diverse Sachen im Spiel eher so im Vorbeigehen gemacht werden, muss man ja beinahe schon sagen. Und da haben sie nochmal zusammengefasst, was jetzt eigentlich demnächst sogar alles kommen soll. In dem Zusammenhang vielleicht auch ganz wichtig, dieses Corpus Ratum Event, das heißt dann Index übrigens, das soll tatsächlich noch kommen, noch bevor The War Within ins Spiel kommt, was schon mal gut ist. Aber Dinge, die womöglich erst danach kommen werden, zum Beispiel wie Dark Sector kommt wieder, das heißt mal, wir können wieder sozusagen Dojo oder Clan oder sogar Allianzkriege um Gebiete im Spiel sozusagen führen, um die halt einzunehmen, um dort vielleicht Steuern zu erheben und so weiter und so weiter und so fort. Da gibt es auch extra Events, wo man dann hin und her sich prügeln gehen kann. Das soll halt nochmal neu ins Spiel gebastelt werden, womöglich mit einer leicht anderen Mechanik dahinter. Hoffen wir es mal. Dann soll ja auch zusätzlich noch dieses Nemesis-System ins Spiel kommen, wo ja... Wie ähnlich wie bei Shadow of Mordor die Idee, dass man, wenn man einen Boss bekämpft und ihn nicht schaffen soll bei einem Auftragsmord, dass der danach womöglich stärker ist, wenn man ihn nochmal begegnet. Möh. Dafür aber, je stärker er wird bei diesen ganzen Verrecken-uns-nicht-schaffen-Missionen, tatsächlich kriegt man womöglich besseren Loot, wenn man es dann endlich mal schafft. Allerdings sollte man dann irgendwann wirklich gar nicht schaffen, diesen Auftragsmord. Dann wird das System sagen, jetzt verlierst du erstmal einen ganzen Satz Standing bei deinem jeweiligen Syndikat, wo du den Auftrag für angenommen hast. Im Endeffekt ein Auftragsmord, der sozusagen man theoretisch selber schwieriger machen kann, indem er absichtlich verliert, aber man muss ihn trotzdem irgendwann schaffen, weil sonst kriegt man wirklich einen Nachteil dafür. Ich bin mal gespannt, wie es dann auch umgesetzt wird. Dann war noch die Rede von Endless-Missionen, also endlose Missionseinsätze sozusagen, wo man dann halt so lange drin bleibt, wie man es halt überlebt. Ähnlich im Sinne wie Survival, aber dann doch noch ein bisschen anders. Mal gucken, wie das danach aussieht. Halt die Clan-Mission, die ich ja jetzt schon kurz angeteasert hatte, die Idee, dass man halt dann als Warlord dann halt selber eine Mission designen kann, was ja auch dann, sagen wir so, man kann ja auch Event-Bosse theoretisch da reinklatschen, wie es momentan aussieht, das heißt, das wird dann sehr unterhaltsam werden für Leute, die meinen, sie kriegen ja alles tot, dann plötzlich ist das nicht mehr so der Fall, würde ich mal sagen. Und vielleicht noch ganz gegen Ende, die Stangenwaffe, die ja so ein bisschen aussieht von Stargate, diese Wumme sozusagen, diese Stabwaffe, diese Speermonstrosität, die soll tatsächlich erst nach The War Within ins Spiel kommen. So, gut, das war's von mir MK3. Wie immer, danke fürs Vorbeischauen und Zuhören. Und jetzt noch ein bisschen Tage und ciao.